mächtige Lobbyallianzen aus Gasindustrie, Politik, energieintensiven Industrien machen massiv Druck für die Fortsetzung ihrer fossilen Gasgeschäfte. Wir haben im letzten Jahr intensiv recherchiert, ganz viel Daten ausgewertet, viele Gespräche geführt, auch mit Insidern, um mehr zu erfahren, wie die Gaslobby in Deutschland arbeitet. Spannend finde ich zum Beispiel, wie sehr die Gaslobby mit Erzählungen und Narrativen arbeitet. Wir reden über klimaneutrale Gase, Wasserstoff-ready LNG-Terminals, aber das sind eigentlich Worte, die PR-Leute der Gasindustrie erfunden haben und die Politik zum Teil 1:1 übernommen hat. Wir haben Belege dafür gefunden, dass die Gasindustrie wirklich ein sehr mächtiger Lobbyakteur ist. 40 Millionen Lobbyausgaben allein von der Gasindustrie, da kommen noch mehr hinzu von den energieintensiven Industrien oder zum Beispiel auch von Gazprom, die sich gar nicht eingetragen haben, wo wir die Zahlen also gar nicht haben. Und diese riesige Summe, das ist wirklich ein Beleg dafür, dass sich die ökonomische Macht, also die Macht der Konzerne, auch in politische Macht überträgt. Wir haben auch herausgefunden, dass die Politik einseitig auf die Stimme der Gasindustrie gehört hat und nicht auf die Stimme der Wissenschaft. Deshalb stehen wir heute hier, wo wir stehen, mitten in einer schweren Energie- und Klimakrise mit milliardenschweren Fehlinvestitionen und weiteren Klimaschäden. Die Politik hat der Gasindustrie Lobby-Pipelines eingerichtet. Was heißt das? Lobby-Pipelines stehen für privilegierte Zugänge, für Sonderzugänge für die Gasindustrie, sodass diese einseitig ihre Interessen direkt an die Politik herantragen kann. Das ist ein Problem, weil andere gesellschaftliche Gruppen diesen Einfluss nicht haben. Deswegen sagen wir, wir brauchen ausgewogene Beteiligung. Diese privilegierten Zugänge, diese Lobby-Pipelines müssen zugedreht werden. Wir brauchen aber auch Transparenz, dass wir überhaupt sehen können, wer da wie Einfluss nimmt. Und wir brauchen eine Aufarbeitung der deutsch-russischen Lobbynetzwerke, damit so etwas nicht noch einmal passiert.